Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Snake Pass. Weiteres Mal. Wir haben ja jetzt noch genau, diese fünf Level vor uns. Und ich würde sagen, ich halte mich ran. Wir machen den Zeitrennmodus weiter. Ich bin jetzt schon frustriert vom Zeitrennen, weil ich weiß jetzt schon, dass es einfach nur Katastrophe wird. Ne? Wäre es nicht eine Schlange, würde ich sagen Katastrophe. Ne? Für einen schlechten Wortwitz. Aber leider sind wir eine Schlange und keine Katze. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Ach ja, genau. Ich wollte nochmal zur Game Mansion was erwähnen. Ich bin ja jetzt zurück, mehr oder minder, von der Game Mansion. Aber das ist der erste Part, den ich nach der Game Mansion aufnehme. Und ich muss sagen, mega Event, also mega Veranstaltung. Und falls ihr selber noch nach einer richtig, 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 richtig coolen Veranstaltung sucht, dann kann ich das nur empfehlen, im nächsten Jahr auf jeden Fall zu besuchen. Okay, und ich kann direkt neu starten. Was war das denn für ein Start? Okay. Nee, aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ne? Besucht auf jeden Fall im nächsten Jahr die Game Mansion, wenn ihr im unmittelbaren Umfeld wohnt. Ansonsten geht es natürlich auch, wenn ihr euch dort irgendwie, falls es das gibt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, eine Art Hotelzimmer oder ähnliches nimmt. Oder euch absprecht mit Leuten, die ihr von dort kennt. Ob ihr nicht da übernachten könnt, USW. Also sucht euch Möglichkeiten. Ihr seid ja alle, denke ich mal, weitgehend schlau genug und alt genug, um euch da was einfallen zu lassen. Und ich kann auch nur sagen, Game Mansion war mega für mich. Vor allem, das war ja das erste richtige Event, auf dem ich war. Und ich muss ehrlich sagen, sowas Cooles wie die Game Mansion, also neben der Gamescom wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich nicht nochmal erleben. Also klar, es wird noch viele andere Events derart geben. Davon gehe ich mal aus, okay. Aber Game Mansion war einfach mega, mega cool. So. Das ist jetzt problematisch. Das wäre erst ein Nupsi gereicht tatsächlich. Okay. Schlange spielen? Nein. Okay. Dann heißt es wohl doch erstmal die Schalter umlegen. Richtungen zu haben. Ich hätte mir jetzt tatsächlich gewünscht, dass ich das mir ersparen könnte. Hallo, 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 ich habe dich nicht mal da reingelenkt. Hör auf. Und, hallo, hör auf, den Bildschirm zu machen. Was soll denn das? Ja, okay. Da muss ich doch hier so mich rumschlängeln.
Okay, das kostet mich jetzt echt viel Zeit. Und es war anscheinend auch noch falsch. Ja, macht ja auch Sinn. Ich muss ja in die andere Richtung gehen, weil... Au, au, au. Oh, komm schon. Ja, okay. Okay, und wir können neu starten. Es ist doch zum Kotzen, Leute. Nee, aber jetzt nochmal, wie gesagt, sei, es waren auf jeden Fall fantastische Cosplayer auf diesem Event. Es waren Live-Musik. Unter anderem war, wie ich gesehen hatte, im Nachhinein allerdings erst, war Faun da. Einer der, glaube ich, mitbekanntesten Musik-Acts, würde ich sagen. Und ja, sowas Cooles, wie gesagt, also Live-Musik, Mittelalter, ich würde sogar fast sagen Mittelalter-Wikinger, Event, nenne ich jetzt mal, war auch dort mehr oder minder zu sehen. Das war einfach genial. Also wie gesagt, falls ihr sowas Cooles wie die Game Mansion sucht, ich glaube, man findet eher wenig. Ich habe selber online mal nachgeguckt, ob irgendwie sowas Ähnliches in naher Zukunft hier irgendwie stattfindet. Also sprich relativ zeitnah, im Zeitbereich von 1 oder 2 Monaten. Negativ ist die Antwort. Sowas Cooles wie die Game Mansion findet erstmal zumindest nicht im kürzeren Zeitraum mehr statt. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr nochmal so ein Event seht, gebt mir gerne Bescheid, ne? Das möchte ich auf jeden Fall mal festhalten. Und ja, sollten andere Events stattfinden, die mit Gaming, Cosplay oder ähnlichem zu tun haben, gebt mir natürlich da auch gerne frühzeitig Bescheid. Ich freue mich über jedes Event in der Art jetzt nur noch mehr. So, aber wie gesagt, ne, Game Mansion war auf jeden Fall mega. Und wie gesagt, mein erstes größeres Event, wo ich war, mit so einem Hintergrund. Und ja, wie gesagt, falls ihr solche Events noch mehr kennt, also mehr solche Events kennt, so wollte ich sagen, dann gerne her mit der Info. Aber wie gesagt, Gamescom ist auf jeden Fall das nächstgrößere, wo ich anstrebe, auf jeden Fall hinzufahren, wenn es da die Möglichkeit ergibt. So. Also bitte ich euch, wie gesagt, bei anderen Events mir Bescheid zu geben. Oh, um Gottes Willen. Da rutscht man ja ab. Und cool, wir haben es geschafft.
Also, relativ gesehen jetzt. Super, 3 Minuten 57 Sekunden. Da geht bestimmt noch Besseres, ich weiß, aber es geht jetzt einfach weiter. So, und zwar mit dem. Moment, genau. Mit dem letzten Level im Feuerbereich. Und somit auch dem letzten Level quasi in dieser Welt vom Feuerbereich natürlich. Weil danach kommt ja das gute letzte Level, das Luftlevel. Und dann kommen nur noch Scheibengleiter, also kommen noch das mit den Früchten, ne? Das Arcade-Kram. Ja, okay. Ich krampfe mich ein bisschen durch, ich merke es gerade wieder. Genau. Oder? Irgendwo hier war doch ein Schalter, genau da. Oder Hebel oder ähnliches. Gut. Ich glaube, das hat mich jetzt minimal Zeit gekostet. Oh, sorry. Da war ich doch ein wenig verschleimt. Ich musste mich tatsächlich gerade grandioserweise mal ganz kurz. Sorry an der Stelle nochmal, aber ich musste kurz pausieren. Und was trinken, ganz dringend. So. Meine Güte, ich haspel hier mir aber auch Sätze zurecht manchmal. Wer weiß, vielleicht mache ich mir doch nochmal den Spaß und versuche die ein oder andere Errungenschaft noch zu machen, Leute. Aber aktuell sehe ich das jetzt nicht. Warum ich da mich so abqueren sollte. Bis dato zumindest, ne? Ich möchte nochmal festhalten. Nein, 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 komm raus da, komm raus da. Und eigentlich kann ich schon wieder neu starten, sehe ich gerade, ne? Weil ich bin, glaube ich, schon wieder zu lange von der Zeit her. Ah, ich versuche erstmal nochmal das hier.
Wenn die Steuerung halt nicht so mitspielt, wie man denkt. Ja, okay, ich kann neu starten. Das hat viel zu lange gedauert, das zweite. Okay. 3, 2, 1 und dann los. Und dann nicht so lange denken, sondern einfach machen. Okay. Ja, komm, mach hinne. Das kostet mir auch Zeit. Was soll das? Also, warum lässt man da dann nicht einfach die Cutscene weg? Also, sorry. Also, da hätte man auch sagen können, okay, schön gut, Cutscene ist ja eigentlich da, aber die wird gerade mal deklariert als nicht aktiv oder sowas in der Art. Versteht ihr, was ich meine? Ja, man kann das schaffen. Wenn man halt ein bisschen flink denkt. So, und da oben ist der letzte. Das heißt, ich muss in die Richtung mich begeben. Da komme ich nicht ganz ran.
rum. Komm schon, komm schon. Okay. So, wir haben es geschafft, Leute. Und wieder leckt es kurz. Ich weiß nicht warum, Leute. Es tut mir leid. Fette Sorry an der Stelle. Aber wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Super. Ja, ich würde sagen, das war grandios. Wir haben jetzt wieder 2 Level in einem Part gekriegt. Einfach aus dem Grunde des Zeitrenns wahrscheinlich auch. Jetzt sind halt nur noch 3 Level vor uns. Und ja. Ich gucke mal, ob ich das jetzt noch in diesen Part hier reinkriege. Das wäre halt ganz schön. Da mache ich halt minimal 30 Minuten. Wenn es länger dauert, springen wir zum nächsten Part logischerweise. Aber auf jeden Fall freut euch darauf. Es geht weiter. Und relativ zeitnah wird es wahrscheinlich auch irgendwann, ja, das Ende erreicht haben vom Spiel wieder mal. Und mit S meine ich mich. Sorry. Diesen schlechten, aber doch etwas grandiosen Witz musste ich jetzt einmal ganz kurz bringen. Oh Gott, das ist dieses Katastrophenlevel. Okay, es könnte doch etwas länger dauern. Okay. So. Cool. Whoa.
Okay, das wird jetzt schwierig, den finalen einzusammeln, aber wir kriegen es hin. Okay, wir haben es geschafft, Leute, und das sogar noch in diesem Part. Das heißt, wir haben 3 Level in einem Part. Zeitrennen, sehr schön, grandioserweise finde ich das richtig prima. Und was bleibt nur noch zu sagen, außer vielen Dank wieder fürs Zuschauen, vielen Dank wieder fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann mit den letzten 2 Leveln weiter auf Zeitrennen. Und ja, dann geht es rüber in Arcade. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.